Hallo und herzlich willkommen zu Share and Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel und heute sprechen wir über eine ganz bestimmte Form der Meditation. Und zwar eine Meditation, die dich nachweislich glücklicher macht und die ein ganz, ganz elementarer Bestandteil in der positiven Psychologie ist. Wenn man sich mit positiver Psychologie auseinandersetzt, kommt man zwangsläufig nicht an dem Begriff Loving Kindness Meditation vorbei. Und genau diese Meditation möchte ich dir heute mal erklären und näher bringen. Und zwar war ich letztens auf der Hochzeit von zwei Freunden, tatsächlich aus meinem Master in positiver Psychologie, was eine sehr, sehr schöne Veranstaltung war, weil da ganz viele aus unserem Studium rumgelaufen sind und dementsprechend war eine sehr gut gelaunte, harmonische, wunderbare, liebevolle Energie am Start auf dieser Hochzeit. Und was ich so schön fand, die beiden haben eine ganz tolle Standesbeamtin gehabt, die diese Hochzeit im Freien durchgeführt hat, die Trauung. Und bevor wir überhaupt angefangen haben mit irgendwas, hat die Standesbeamtin gesagt, an so einem Hochzeitstag haben alle so viel im Kopf. Das Brautpaar ist aufgeregt, die Gäste wollen hübsch aussehen, pünktlich sein, müssen vielleicht noch die Kinder irgendwo unterbringen, das Geschenk einpacken. Und sie meinte, damit wir jetzt auch alle wirklich hier ankommen und nicht vergessen, worum es geht, nämlich um die Liebe von diesen beiden Menschen, die sich jetzt dazu entscheiden oder entschieden haben, jetzt heute ihren Lebensweg gemeinsam zu gehen, würde sie gerne eine Meditation mit allen machen. Und auf dieser Hochzeit waren 130 Leute, wirklich von einem 5 Monate alten Baby bis hin zu Oma und Opa, die fast 90 waren, war alles dabei. Und alle 130 Leute haben bei Sonnenschein draußen in einem Garten sich darauf eingelassen und diese Meditation mitgemacht. Und das war eben so eine Loving Kindness Meditation, was eben eine ganz bestimmte Form ist. Und diese Stimmung, die dadurch kreiert wurde, war einfach so wunderschön. Ich so dachte, warum hast du diese Meditation noch nie vorgestellt? Und zwar ist es einfach eine bestimmte Form der Achtsamkeit, der Meditation, bei der es sich wirklich um, ja, übersetzt könnte man Loving Kindness mit so liebevolle Güte oder liebende Güte übersetzen. Also es ist einfach so ein liebevoller, wohlwollender Blick auf alle deine Mitmenschen, auf alle Lebewesen. Und die Meditation besteht immer aus 5 Schritten, in denen du bei dir anfängst und quasi den Kreis an Menschen, für die du diese Güte, dieses Wohlwollen möchtest, größer werden lässt. Und das ist eine Meditation, die in der positiven Psychologie zwar viel erforscht wird, die es aber schon viel, viel länger gibt. Es ist nämlich eine der ältesten Formen der Meditation aus dem Buddhismus und wird auch Metta-Meditation genannt, nicht nur Loving-Kindness-Meditation, also auch Metta-Meditation. Und Ziel ist es eben, wie gerade schon angeteasert, dass du eine liebevolle, wohlwollende Haltung gegenüber dir selbst, aber auch allen anderen Lebewesen entwickelst. Muss ich ein bisschen dran denken an das Interview mit Chrissy Joy, was ich auch schon hier im Podcast gemacht habe, wo sie über diese Gentle Eyes gesprochen hat, also liebevolle Augen allen gegenüber. Und genau darauf zielt diese Meditation eigentlich ab. Und das Coole ist eben, dass die Wissenschaft auch gezeigt hat, dass diese Form der Meditation einen signifikanten Effekt auf unser Glücklichsein, auf unser Wohlbefinden hat, dass sie tatsächlich sogar Gehirnstrukturen ins Positive verändern kann und deshalb möchte ich es dir nicht vorenthalten. Fahrplan ist folgender, ich habe dir jetzt schon so den groben Rahmen gesteckt, worum es geht. Ich erzähle dir nochmal, wie genau diese 5 Schritte der Meditation aussehen. Ich erzähle dir, was ein bekannter Achtsamkeitsprofessor zu dieser Meditation zu sagen hat. Und dann belassen wir es dabei für heute und dann wird es im Monday Special eine Loving Kindness Meditation geben, die ich für dich aufspreche. Und ich freue mich natürlich total, wenn du da mitmachst. Also die Loving Kindness Meditation oder auch Metta-Meditation im Buddhismus genannt, besteht immer aus 5 Schritten. Und der erste Schritt ist erstmal die Arbeit mit dir selbst. Das heißt, du fokussierst dich erstmal auf dich, auf deinen Atem, auf deine Bedürfnisse, das, was du gerade brauchst, das, was gerade innerlich in dir vorgeht. Und ja, es ist fast schon, als würdest du es erbitten. Also du sprichst, man kann es auch ohne die Sätze machen, aber ich würde immer empfehlen, gerade wenn du noch nicht so einen großen Zugang zur Meditation hast, das mit den Sätzen zu machen, weil es tatsächlich es sehr leicht macht.
Und zwar, dass du dann einfach so Sätze sagst wie, möge es mir gut gehen, möge ich innere Ruhe finden. Und diese Sätze einfach in dieser Stille, die du bei der Meditation hast, für dich wiederholen. Und erstmal für dich alles Gute wünschen, was du gerade brauchst. Vielleicht ist für dich auch gerade Sicherheit das Richtige. Vielleicht ist für dich gerade Kreativität das Richtige. Du darfst bei der Meditation ganz frei sein, wenn du es dir selber gestaltest, was dein aktuelles Bedürfnis gerade ist oder was deine aktuelle Situation im Leben gerade verlangt. Der zweite Schritt ist die Arbeit mit dir nahestehenden Personen. Also da geht es dann darum, dass du wirklich Menschen, die dir sehr wichtig sind, visualisierst, vor dein geistiges Auge holst und auch für diese Menschen erbittest, was sie gerade brauchen. Also zum Beispiel, möge es dir gut gehen, mögest du sicher sein, mögest du gesund sein. Und da auch eben ganz fokussiert auf die Personen, die dir nahestehen. Dann im dritten Schritt geht es um die Arbeit mit neutralen Personen, also Personen, die du vielleicht mal so aus dem Büro im Vorbeigehen kennst. Vielleicht fährst du mit einem bestimmten Fortbewegungsmittel jeden Morgen zur gleichen Zeit zur Arbeit und siehst immer einen Menschen. Das ist irgendwie eine neutrale Person, aber du hast schon ein Bild von dieser Person. Und dann auch wieder hier, du visualisierst diese Person und öffnest dich auch mit diesen wohlwollenden Augen, mit diesem liebevollen Blick für diese Person und sprichst auch Sätze für diese Person, wie möge es dir gut gehen, mögest du gesund sein, etc. Im vierten Schritt, und das ist wahrscheinlich am Anfang für alle und auch für mich der schwierigste Schritt, es geht um die Arbeit mit Personen, die du nicht magst. Und auch für diese Personen dann mal aufzumachen und sich davon zu lösen, dass du diese Person nicht magst und den Menschen dahinter sehen, sodass du, also der Mensch, der dahinter steht, hinter dieser Facette, die du nicht magst, mit seinen Ängsten und Zweifeln und seinen Sorgen, aber auch mit seinen positiven Eigenschaften, seiner Lebensfreude und seiner Hoffnung. Und dass du diesen Menschen genauso siehst und genauso wohlwollend anschauen kannst in deiner Vorstellungskraft. Und dann auch für diesen Menschen sprichst, möge es dir gut gehen, mögest du gesund sein, was auch immer du glaubst, was diesem Menschen gut tut. Und im fünften Schritt bezieht man alle bisherigen Personen ein, also dich selbst, dir nahestehende Personen, neutrale Personen, Personen, die du nicht magst. Also im Endeffekt gilt es für alle Lebewesen und auch für diese wünschst du dir, möge es dir gut gehen. Also du gehst auf eine universelle Ebene. Und genau das haben wir auch auf dieser Hochzeit alle zusammen gemacht und es war so schön, weil wir haben erst für uns selber zum Beispiel Gesundheit eher meditiert. Ich finde, erbitten klingt immer so, als würden wir zu etwas beten, aber es ist ja vielmehr ein Fokus in sich drin auf etwas und durch diesen Fokus in mir drin kann ich auch im Außen mich mehr darauf fokussieren und meine Handlungen darauf lenken und das läuft auch zu ganz, ganz großen Teilen unterbewusst. Deshalb, also wir haben erst für uns meditiert, dann haben wir für nahestehende Personen meditiert und auch für das Brautpaar. Dann haben wir für alle Menschen auf dieser Hochzeit meditiert, also auch neutrale Personen, die wir an dem Tag vielleicht einmal erst gesehen haben. Und dann haben wir auch für Personen meditiert, die vielleicht nicht im Raum sind, die wir nicht mögen. Und dann für alle, für die ganze Welt. Und das war einfach total schön, weil dadurch ist in dieser Gruppe von 130 Personen, die an dem Tag für einen und denselben Zweck zusammengekommen sind, nämlich zu beobachten, wie Michael und Tiffany heiraten und da irgendwie Zeuge von zu sein und mit denen einen wundervollen Tag zu verbringen, nochmal so ein krasses Bündnis eingegangen, weil wir auch noch zusammen meditiert haben und dadurch war so eine schöne Stimmung den ganzen Tag auf der Veranstaltung. Das war wirklich traumhaft. Es gibt zum Beispiel einen Mönch, Mathieu Ricard heißt der, das ist ein buddhistischer Mönch, der unter anderem bezeichnet wird als der glücklichste Mensch der Welt. Also ich denke, mehrere Menschen wurden schon so bezeichnet, aber er wohl relativ oft. Und wenn man ihn fragt, führt er das zurück auf seine Arbeit mit dieser Form von Meditation, also dieser alten buddhistischen Form der Metta-Meditation. Und es gibt einen Professor für Achtsamkeit und Achtsamkeit-Meditation, John Kabat-Zinn, und das ist wirklich ein sehr, sehr anerkannter Professor und Forscher, der auch noch aktiv arbeitet an der Massachusetts Medical School. Und wirklich seine Lehre in dem Bereich ist sehr, sehr angesehen im Thema Achtsamkeit und Meditation. Und er beschreibt die Loving-Kindness-Meditation wie folgt. Also er sagt,
dass diese liebende Güte, dieses Mitgefühl für andere, aber auch diese sympathische, geteilte Freude Meditationspraktiken sind, die dazu dienen, dass du eine einseitig konzentrierte Aufmerksamkeit übst. Also dass du, das was ich eben so ein bisschen schon angeteasert habe, dass du für dich übst, in dieses Mitgefühl reinzugehen, ohne dass die andere Person das was davon weiß. Und aus der können sich aber Kräfte und Qualitäten wieder entwickeln, die auch wirklich außerhalb deiner Meditationspraxis hervorgehen und eher so ein bisschen den Fokus deines Geistes, deines Herzens verwandeln auf das Mitgefühl. Und er sagt, dass Loving Kindness, also diese Güte, das Mitgefühl, diese Gelassenheit, dass das alles Qualitäten sind, die von unserem Herzen ausgehen. Und wenn wir diese Qualitäten aber mal benennen und auch nutzen, dann können wir sie also in der Meditation nutzen und spüren, dann können wir sie A, leichter erkennen, wenn sie auftauchen, also ausgehend von uns oder von jemand anderem. Aber wir bewegen uns auch leichter in die Richtung dieser Qualitäten wie Mitgefühl. Also wir zeigen es viel schneller, weil wir es kennen. Also wie bei allem wieder, ich glaube, das sage ich auch total oft, aber wie bei allem, was man wiederholt, es fällt einem mit der Zeit leichter, weil unser Herz, unser Geist, unser Verstand wird darauf trainiert, dass Mitgefühl etwas ist, was wir häufig nutzen. Also sehe ich es auch häufiger und setze es wieder häufiger ein. Und dadurch fällt es auch uns dann mit der Zeit viel, viel leichter, in schwierigen Zeiten trotzdem Mitgefühl für andere zu haben. Weil du kennst es, wenn bei uns etwas schief läuft und was nicht so läuft wie geplant, dann fällt es uns manchmal schwer, trotzdem noch Mitgefühl für andere zu haben. Und diese Meditationspraxis macht uns das auch leichter. Das ist unter anderem ein Punkt, den Jon Kabat-Zinn in einem Interview, was ich gelesen habe, angesprochen hat. Und er sagt, und das finde ich auch einen super schönen Punkt, diese Meditation ist super gut für Einsteiger, weil klassisch arbeitet die Meditation ja mit der Beobachtung. Also du kehrst in Ruhe ein und beobachtest, was passiert. Wenn aber bei Anfängern als auch bei Fortgeschrittenen eine Emotion, zum Beispiel Wut, sehr, sehr groß ist, weil sie sehr heftig ist und sehr plötzlich kommt, dann fällt es sehr schwer, einfach zu beobachten. Und vor allem, das fällt auch einem fortgeschrittenen Meditationsmenschen, was auch immer der Begriff ist, schwer. Aber vor allem, wenn die Meditationspraxis noch nicht so geübt ist, dann ist es noch mal schwerer. Oder die Emotion einfach so stark ist. Und ich glaube, wir wissen alle, wie stark manchmal Emotionen uns ergreifen können. Dann fällt es schwer, einfach nur zu beobachten. Und dann reicht auch diese direkte Beobachtung nicht immer aus, um diese Emotionen, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu behandeln, um mit dieser Emotion zu lernen, umzugehen. Und genau dann kann diese Metta-Meditation, die Loving-Kindness-Meditation greifen, weil wir dadurch lernen können, extremen Gefühlen nicht unsere ganze Energie zu schenken, sondern uns auch andere Gefühle reinzuholen. Und dadurch, dass wir zum Beispiel Mitgefühl entwickeln, können wir auch die Wut mit Mitgefühl betrachten und sie wird zugänglicher und wir können sie leichter lösen, leichter damit umgehen. Und man kommt ja durch diese Meditation in so eine Güte und die macht es einem viel leichter, gewisse Zustände anzunehmen, zu akzeptieren. Und durch eine gewisse Akzeptanz tun sich auch sehr, sehr gerne, sehr, sehr schnell wieder neue Möglichkeiten und Lösungswege auf. Und was ich super cool fand, ist, dass Jon Kabat-Zinn sagt, dass durch das Sehen, aber das wirklich offenherzige, wohlwollende Sehen von Emotionen, können sie anfangen zu verdampfen oder zu verschwinden wie eine Seifenblase, wenn man sie berührt oder wie wenn man versucht, auf Wasser zu schreiben. Und das finde ich einen total schönen Gedanken. Wenn du diese Metta-Meditation für dich nutzt, kannst du leichter mit deinen Emotionen umgehen und auch leichter mit den Emotionen von anderen. Also das waren ganz viele Infos zur Loving-Kindness-Meditation. Wie gesagt, ich nehme dir eine auf für das Monday-Special, was jetzt hier nach folgt nächsten Montag. Ich finde, es ist eine so, so schöne Möglichkeit, auch in das Thema Meditation einzusteigen, weil du, wenn du dich ein bisschen auskennst, gibt ja auch diesen Bodyscan, wo du den Körper durchläufst in der Meditation. Das sind ja alles Zugänge zur Meditation, weil sie es dir leichter machen, deinen Fokus auf etwas zu lenken und immer wieder zurückzuholen von den Gedanken. Und wenn du das damit übst, kannst du auch irgendwann vielleicht ohne Anleitung oder ohne bestimmte Technik gut meditieren und gut in diesen beobachtenden, liebevollen Zustand kommen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderbaren Tag. Wenn du Fragen zu der Metta-Meditation hast, dann freue ich mich sehr über deine Fragen. Und bis wir uns das nächste Mal hören am Montag, wünsche ich dir
alles, alles Gute und dass du mit einem wohlwollenden, liebevollen Blick durch die Welt laufen kannst. Share and Grow, deine Muriel.